Willkommen zu Frequent Traveler TV. Die Musik hoffentlich hat euch nicht irritiert. Ich habe mal einen neuen Effekt eingebaut, aber lasst uns direkt auf die Themen einsteigen, die es heute gibt. Fangen wir an mit einem Business Class Sale in die USA in der Buchungsklasse P, aber es wird nicht mehr verraten. Dann geht es weiter. Oktoberfest hat angefangen. Ihr wisst ja, die Lufthansa hat da auch eine gewisse Bekleidungsvorschrift. Und was natürlich dann weitergeht, ist zum Beispiel Lufthansa und TAP. Wird die Lufthansa vielleicht in Portugal aktiv? Und wir haben noch ein Thema IHG, Hotels. Das habe ich vernachlässigt, eigentlich solche Themen mit Hotels. Aber das ist ein Fehler. Gerade bei IHG, wo wieder ein Hack stattgefunden hat. Oder heißt das Hack? Hack? Schweinehack? Rinderhack? Gemischt? 50-50? Ich weiß es nicht. Und natürlich wie immer in dieser Sendung, schreibt eure Fragen unten in die Kommentarspalte und dann werden wir sie am Ende als letzten Punkt beantworten. Ich grüße einfach mal alle Leute, die ich so sehe. Guido logischerweise, dann unseren Doktorkumpel, unseren Sven, die sich da alle geoutet haben, die da sind. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir sind zweistellig, das finde ich toll. Und dann lasst uns auch schon direkt in das erste Thema einsteigen. Die IHG, Hotelgruppe, allen ja auch bekannt. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass das Programm gehackt worden ist. Der Hack ist ein bisschen schief gelaufen. Warum ist er schief gelaufen? Er ist deshalb schief gelaufen, weil man bei IHG relativ schnell war. Aber man war nicht schnell genug. Das heißt also, es hat Probleme bereitet bei den Kunden, weil man halt gewisse Dinge nicht buchen konnte. Dann konnte man auch da nicht auf den Punktestand zugreifen. Einige Leute hatten sogar Probleme bei der Gutschrift. Das heißt also, dass man Buchung nicht gefunden hat. Deshalb musste man da dann ja manuell nachhalten. Und was wir bis jetzt wissen ist, dass es ein Hack war aus Vietnam. Und die wollten eigentlich diese alte klassische Ransomware-Nummer machen. Ransomware ist das, was ihr vielleicht schon mal gesehen oder gehört habt. Da wird auf dem Monitor so ein Banner gespannt, hätte ich fast gesagt, wo drauf steht, zahlt Summe X, am liebsten in Bitcoin, damit es nicht nachvollziehbar ist. Und dann ist es so, dass man wieder die Daten bekommt. Aber irgendwie ist das nicht so vonstatten gegangen. Dann haben die Hacker den E-Mail-Account von Microsoft Teams Chats und andere Server Directories gefunden. kannst du nicht ausdenken, weil das Passwort, ich erzähle es euch gleich, was das Passwort war, also das ist ja merkwürdig. Und nachdem sie da nicht schnell genug waren und da kein Geld draus gemacht haben, haben sie gesagt, ach komm, dann machen wir ein bisschen Späßchen und dann löschen wir ein paar Sachen. Und das ist das Problem. Und die Leute haben auch sich irgendwie da gekundigt oder was heißt kundig gemacht, die haben sich da dann auch geoutet, die haben geschrieben, wir fühlen uns nicht schuldig, weil wir haben hier zwar einen legalen Job in Vietnam, aber wir machen nur $300 pro Monat und sie glauben, dass ihr Hack die Firma nicht wirklich großartig schaden würde, aber das sehe ich natürlich anders, aber ist ja egal. Und sie sagen, dass auch keine Kundendaten gestohlen worden sind, aber sie haben Daten von der Firma und auch E-Mails. Und wie hat das angefangen? Der alte Klassiker, man kriegt eine E-Mail, öffnet den Anhang, was man nie tun sollte, wenn man den Absender nicht kennt. Und damit hat man dann angefangen, ein Phishing zu machen. Also das heißt, man hat die Daten abgefangen, die man eingegeben hat. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde an dieser Stelle ist, dass das Passwort, was genutzt worden ist, und jetzt festhalten, ich zeige es euch auf der Tastatur, das war QWERTY 1, 2, 3, 4. Also im Prinzip behindertengerecht. Oh, aber hey, das ist genauso, als wenn man das Passwort jetzt ersetzen würde durch Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also kann man sich nicht ausdenken. Und das ist also wirklich in meinen Augen fahrlässig. Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen,
Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das geht gar nicht. Wenn man dann weiter guckt, ist man so, dass man sich das dann nochmal auf der Zunge zergehen lassen muss, ganz einfach deshalb, dass man halt in den Hotels zum Beispiel keine VPNs benutzen kann, weil das irgendwie geblockt wird, was man ja nicht tun sollte. Also man sollte immer ein VPN benutzen. Dann, also Virtual Private Network, dass man halt die Daten zumindest ein bisschen sichert. Kann zwar auch geknackt werden, aber es ist ein größerer Aufwand. Und dann das andere ist IHG. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ihr habt da ja nur ein Passwort mit 4 Zahlen. Also das ist jetzt nicht die höchste Sicherheitsstufe. Und ich glaube, dass da bei den Hotels richtig was gemacht werden muss. Und ich glaube auch, dass man nach dem Hack, den es da bei Starwood mal gegeben hat, da ganz wichtig Strafe sein muss. Also IHG muss da richtig auf den Sack bekommen. Und ich finde es unglaublich. Und deshalb von euch nochmal eure Meinung dazu. Was haltet ihr davon? Was ist da euer Take von dieser Sache? Wir haben dann noch ein zweites Thema. Ich hatte es auch schon mal erwähnt, aber da sind neue Informationen gekommen, die das Ganze noch mal spannender machen. Und zwar Lufthansa und die TAP. TAP, Take Another Plane, das ist die portugiesische Fluggesellschaft. Die wollten irgendwie schon mit der Lufthansa ins Geschäft kommen 2020. Und Lufthansa war da auch schon am Sondieren. Und dann gab Corona den Sondierungen, den Rest. Man hat gesagt, nee, das macht man nicht. Und man kann sich da auch sicher sein, dass wenn Lufthansa 2020 der Meinung war, man muss sich der TAP eventuell nähern, dann ist eventuell, ja, auch 2022 Lufthansa noch der Meinung, dass das so ist. Und wenn wir uns einfach mal die portugiesische Wirtschaftszeitung Jornal de Negocios, ich weiß es nicht, ich spreche das jetzt vielleicht mehr Spanisch als Portugiesisch aus, hatte auf jeden Fall von den Gesprächen Wind bekommen, die Lufthansa gemacht hat. Und Lufthansa auch nicht alleine, sondern mit der United zusammen, um dann einen Einstieg bei der TAP durchzurechnen. Die TAP gehörte seinerzeit zu 45% einem Konsortium. Das ist ein Atlantic Gateway, nennt sich das. Das ist ein US-Airline-Investor, der das gemacht hat. Und der hat halt Verkaufsabsichten gehabt, angeblich. Wahrscheinlich jetzt schon wieder oder noch immer. Auch Portugal war an seinem Ausstieg interessiert, wie weit die Sondierung da in irgendeiner Art und Weise schon in irgendwelche Formen gegossen war, kann ich euch nicht sagen. Aber da gilt ganz einfach, die Zeit wird's zeigen. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass die Lufthansa weiter auf der Suche ist. Man hat natürlich auch jetzt Hunger, da weiterzumachen, nachdem die ITA ja zumindest mittlerweile so ein bisschen vom Hof ist, ist es so, dass es Spekulationen gibt. Lufthansa nennt natürlich keine Namen, keine Fakten, kein gar nichts. Und im Prinzip ist es so, dass man auch zu Spekulationen sich nicht grundsätzlich äußert. Im Südamerika-Verkehr wäre die TAP richtig gut. Warum? Ganz einfach, weil man natürlich mit der Lufthansa im Bündnis Star Alliance sich dann weiter gegen die SkyTeam und der Oneworld positionieren kann. Und da ist die Star Alliance ein schwächerer Partner. Und die Star Alliance Partnerschaft mit TAM hat ja mit der LAN nach der Fusionierung leider ein Oneworld-Mitglied kreiert. Und damit ist die LATAM, LATAM jetzt inzwischen bei der SkyTeam verbandelt. Warum? Weil die Delta eingestiegen ist. Und jetzt erinnern wir uns an Asiana und ja, ganz genau. Asiana und die Freunde von Korean Air, noch einer vom SkyTeam, weil die Delta da drin ist. Und ein anderer starker Partner ist die Nachbarschaft von den Portugiesen, das sind die Spanier mit Iberia, da ist ja die IAG drin, die haben ja auch die Air Europa gerade übernommen und haben das Ganze da noch mal ein bisschen fixiert mehr. Und die TAP-Chefin Christine Omiris-Weidener, die ich bei dem A4E, also bei den Airlines for Europe, auch persönlich getroffen habe, hat einen operativen Gewinn vorweisen können von 66,4 Millionen. Und in den letzten Jahren hat die TAP ja auch mit 19 A330-900, 20 A320-Neo viel
getan, um die Flotte wirklich wesentlich jünger zu machen. Und diese Flotte passt zur Lufthansa. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Was wollen wir noch sagen? Ja, die staatliche Airline, falls also ein bisschen staatlich ist er noch drin, hat auch auf jeden Fall Milliardenhilfen. Und andererseits hat die Lufthansa, klar, jetzt Managementkapazitäten. Man hat ja gesagt, hey, wir haben uns auf die ITA vorbereitet und da ist jetzt nichts, dann kannst du da Gas geben. Und die Finger von Carsten Spohr, die jucken wahrscheinlich, denn die 5 größten Fluggesellschaften in den USA erreichen zusammen einen Marktanteil von 80%, die Top 5 in Europa jedoch nur 40%. Und deshalb ist es halt einfach so, dass man in Europa von einer Konsolidierung ausgeht. Und ja, Carsten Spohr hat ja gesagt, wir werden wieder auf Play umswitchen. Also da gibt es von der Lufthansa ganz klar eine Richtung. Frage ist allerdings, wie seht ihr das? Sagt ihr, dass die TAP ja auch zur Lufthansa passt oder passte die ITA besser mit der Lufthansa zusammen? Oder ist es etwas, wo ihr sagt, hey, nee, die Lufthansa ist jetzt schon so groß, da sollte nichts passieren. Lufthansa groß, ja, das ist richtig. Lufthansa hat aber wie immer beim Oktoberfest eine Lufthansa-Crew-Trachtenaktion. Es gibt Trachtenflüge von München aus nach Rio de Janeiro, nach San Diego, New York, Boston und zahlreiche europäische Ziele werden mit Trachten geflogen. Oktoberfest zählt auf 800 Langstreckenflügen Festzeit. Festzelt wäre auch geil. Hast du im Flug ein Festzelt? Ja, 380 haben wir mal zählt. Nein, sind oft ist Oktoberfestzeit auf 800 Langstreckenflügen ab Frankfurt und München und in den Münchner Lufthansa Lounges. Bayerische Spezialitäten wird es geben. Dann gehen wir noch einfach mal ganz klar auf die Thematik ein, dass man dort dieses Ganze macht. Auch die Mitarbeiter der Fluggastbetreuung im Terminal 2 werden die Fluggäste in der Tracht begrüßen. Statt der klassischen Lufthansa-Uniform tragen die Damen Dirndl und die Herren einen Trachtenanzug. Wie findet ihr das? Findet ihr das? Das ist irgendwie so irritierend, wenn man aus Norddeutschland, aus Westdeutschland, aus Deutschland kommt. Naja, wir sind ja nicht Bayern, oder sagt er, nee, das ist cool, das ist ein geiler Scheiß. Zumal man das ja aus München und Frankfurt, zumindest wenn es um kulinarische Sachen geht, auch macht. Ich glaube ganz einfach, dass das Folklore ist, aber Folklore ist manchmal gut, manchmal ist sie schlecht. Die neue Tracht wurde auch dieses Mal vom Münchner Trachtenspezialisten Angermeier entworfen und sogar maßgeschneidert. Die Wiesendirndl der Flugbegleiterin hat silbergewebte Blumen mit farblich abgestimmter Schürze und Metallschließer am Schürzenband. Die Herren tragen eine kurze Lederhose mit klassisch geschnittener Weste aus demselben Stoff. Die Kollektion ist erstmals nach dem Standard 100 bei Ökotex zertifiziert. Alle Bestandteile und Materialien wurden nachhaltig produziert und verarbeitet. Um die Transportwege kurz zu halten, wurden die Stoffe ausschließlich in Österreich gewebt und in Europa produziert. Das als Fakten für euch. Was haltet ihr davon? Findet ihr das toll? Und habt ihr jetzt Lust auf Lufthansa und wollt fliegen? Dann kann ich euch einen Business Class Sale aus Dublin anbieten. Ja, ganz genau. Und zwar ist dieser Flug, und da muss ich jetzt eine Sache machen, damit wir wie immer die Meilen auch sehen, dann ist es so, dass wir diesen Flug einfach mal euch vorstellen. Von Dublin aus geht es nach Frankfurt und dann nach dem USA. Und zwar in der Buchungsklasse B. Ziele sind zum Beispiel New York ab 1.400 Euro, Chicago 1.500 Euro, 1.500 Euro weiter nach San Francisco und logischerweise nach Los Angeles 1.500 Euro und nochmal für 1.500 Euro nach Denver. Und wer Miami möchte, der kann für 1.500 und ein bisschen auch dahin fliegen. Also insofern geile Ziele, geile Strecken und vielleicht auch geile Punkte. Das zeigen wir euch jetzt. Und zwar geht es jetzt auf Screensharing. Und da sind wir, es wackelt ein bisschen, da ist es richtig im Bild. Da haben wir bei Air China wie immer die Punkte. Als erstes 20.812, 16.166 bei der Singapore Airlines, 13.084 bei der SAS und der Miles & More,
wie immer der Hinweis, Lufthansa Metall, denkt dran, dass der Deal auch mit der United gehen würde, dann könnt ihr direkt fliegen, bekommt aber dann nicht den Executive Bonus für den Flug nach Deutschland. Das heißt also, ihr klemmt euch den Executive Bonus und den Flug. Ihr kriegt natürlich auf United einen Executive Bonus, wenn ihr in die USA fliegen würdet, aber keine Honmal. Ganz wichtig, auf United gibt es das, auf Air Canada ja auch. Dann geht es weiter mit United, da würdet ihr nämlich nur 12.932 Meilen bekommen. Das ist aber dann auch die Strecke über Frankfurt geroutet. Cathay Pacific 1.348, ich weiß gar nicht, was da dran sollen. Und dann wie immer bei unseren lustigen Türken und South African, EVA, Aegean, TAP, Portugal sind es 0 Meilen, die ich euch da einmal in den Ring werfe. Und schon sind wir mit den Meilen durch. Ich bin da. Der letzte Punkt. Wir haben jetzt, wie viele Minuten haben wir denn die Sendung? Wir haben schon 18 Minuten live. Ziehen wir 2 Minuten ein bisschen mit der Musik ab. Dann gibt es ja auch Fragen. Und zwar dann eine Frage from Travel TV. Er fragt, oh, warte, machen wir nach unten nochmal hübsch. Wann ist der Flug am 21.10.? 21.10. ist es nicht 22.10.? Ich meine, es ist 22.10. und dann wäre es die 106 von, die 106 und die 111 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich gucke das sofort für dich einfach mal genau in meinem Handy. Ich habe das Ganze ja bei TripIt organisiert und dann kannst du das direkt von mir wissen. Und zwar richtig, das war der 22. Oktober mit der LH9 von Hamburg nach Frankfurt, mit der LA106 von Frankfurt nach München und mit der LH111 von München nach Frankfurt an diesem Tag. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe euch auch noch Stammtische versprochen. Am 22.10. ist der Stammtisch in Frankfurt, am 21. in Hamburg. Am 22. Frankfurt, dann Hamburg, dann haben wir Berlin am 1., glaube ich, oder am 30. Müsst ihr gucken. Wir müssen die Termine nochmal gucken, ich muss das nochmal ordentlich zusammenfassen. Wir haben allerdings nächste Woche am 24. Helsinki, wir haben am Wochenende von dem 6. November haben wir Stockholm und wir haben, was haben wir denn noch alles? Haben wir München schon? Nein, ich glaube, wir haben kein neues München, aber das nur dazu. Dann, wenn ihr noch eine Frage habt, können wir die auch direkt abarbeiten. Da ist es jetzt so, dass wir alles von euch abgearbeitet haben. Ihr wart heute sehr, sehr kurz angebunden, was Fragen angeht. Vielleicht habe ich es ja auch so gut erklärt, dass keine Fragen entstanden sind. Ansonsten, wie immer der Hinweis am Ende, Kanalmitgliedschaft, denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, kommentiert, kommentiert, kommentiert und Kanalmitgliedschaft. Ja, Kanalmitgliedschaft. Macht die Kanalmitgliedschaft. Also, dann in dem Sinne und bis bald und ciao.